Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Ja, letztes Mal wieder einmal eine scheiß Aufnahmeunterbrechung. Tut mir echt leid, aber das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Dass, wenn man Skype dann das Bild verlässt, dass er dann die Aufnahme abbricht. Daran habe ich auch gar nicht gedacht. Was ihr verpasst habt, das waren ungefähr 1,5 Stunden. An Spielzeit. Ich habe da den Singleplayer weitergemacht, leider. Was die Sache, finde ich, persönlich noch schlimmer macht. Aber zur Kurzfassung, wir haben ja diesen Krieger gefunden da, mit diesem Mondschild. Dem wollten wir ja helfen, seine Geliebte zu finden. So, da haben wir uns mit diesem, wie hieß der, dieser Albtraumhof-Typ da, weiß ich jetzt nicht mehr, tut mir leid. Mit dem haben wir uns verbündet, sind bei dem in die Base reingegangen, dort haben wir die dann gefunden und die wurde dann von diesem Albtraum besessen. Da wollten wir sie retten, das hat nicht so gut funktioniert. Dann hatte ich eine Entscheidung, ob ich, dann haben wir herausgefunden, dass sie ein Dorf angreifen wollte und dann durfte ich entscheiden, beschützen wir das Dorf oder versuchen wir sie nochmal zu retten. Habe ich gesagt, nee, komm, wir beschützen das Dorf. Dann war ich und Keith. Wir waren dann zusammen in diesem Dorf und haben dann auf den Albtraumhof gewartet oder so. Und der komische Ritter da, der hat dann alleine versucht, die zu retten. Das hat nicht so gut funktioniert, denn er ist dann auf diesem Albtraum erliegen. Da mussten wir gegen die beiden kämpfen und wir haben sie geschlagen. Und meines Wissens nach war das dann auch schon. Genau. Und hier bin ich jetzt. Danach habe ich dann einfach nur ein paar Quests gemacht. Ja. Dabei habe ich ein Dolch gefunden. Juhu! Und teste damit dann gerade die Fähigkeiten. Der hat hier diesen Feuerring. Finde ich cool. Dann kann man dadurch diesen Effekt machen, wenn da jetzt zum Beispiel einer drin steht, dass er dann seine Pfeile brennt. Und Feuergriff. Das ist auch ganz nice. Macht da schön brennt. Also ich finde die Wasserfähigkeiten, was heißt die Wasser? Die Dolchfähigkeiten, die finde ich bis jetzt eigentlich ziemlich cool, zumindest jetzt beim Feuer. Dann habe ich hier eine neue Fähigkeit, Flammenaxt herbeirufen. Pack ich mal da rein. Und lass mal gucken, was die kann. Ich habe sie noch nicht eingesetzt. Okay, da liegt jetzt eine Flammenaxt und ich habe eine. Und ich habe jetzt hier Fähigkeiten für Flammenaxt. Was steht da? Verbleibende Zeit. Also, das hat eine Zeit. Dann Lava-Axt. Werf eine explodierende Lava-Axt auf dein Ziel. Wow. Was kann es noch? Werf eine explodierende Lava-Axt auf mein Zielbereich. Wow. Und rollt euch rasch zurück. Ja, das kennen wir ja schon. Also, das sind die Fähigkeiten. Na gut. Jetzt will ich hier erstmal raus wieder. Denn ich muss jetzt zuerst mal meine Rüstung reparieren. Das machen wir aber ein bisschen flotter. Handelt weise. Nicht flickern. So. Dann lasse ich mich mal. Er weht, wo er will und überrascht die Blätter. Da hinten hin muss ich. Ach, gemein. Das ist ja weit. Das machen wir dann halt. Jo. Und wie lief es bei euch so bei Guild Wars? Hä? Naja. Also, ich habe dann auch noch Items gefunden. Rüstung. Ich habe mich ein bisschen hochgelevelt. Logischerweise. Und ich habe ein Item gefunden. Und zwar so eine Kiste. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch in der letzten Aufnahme drin war. Oder ob das nicht wahr. Auf jeden Fall habe ich jetzt Kiste und Schlüssel. Das wollte ich mit euch zusammen öffnen. Das lasst uns doch mal machen. Und zwar hier. Schwarzlöwentruhe. Ich habe 3 Stück davon. Das war mir nicht klar. Ich dachte, ich hätte nur eine. Egal. Schwarzlöwenschlüssel. What the fuck? Achso. Freigeschaltet. Oh.
In der Truhe war ein Schlüssel. Ist das nicht toll? Wahnsinn, so, was haben wir jetzt alles bekommen? Einen magischen Gespürverstärker. Verstärkung, die euch 50% magisches Gespür gewährt. Keine Ahnung, was das macht. Minotaurentränke. Trinkt ab und transformiert euch 15 Minuten lang in ein Tier. Könnt ihr nicht kämpfen. Aha, kann man nicht in ein Tier verwandeln. Und Karma-Verstärkung. Und Verstärkung an Karma, dass ihr halt 50 Minuten steigert. Los, machen wir gleich. Um kaputte und beschädigte Rüstung sofort zu reparieren. Jo, machen wir das doch. Machen wir das auch noch. Was macht das? Keine Ahnung, was magisches Gespür sein soll. Egal. So, dann habe ich hier noch ein Päckchen. So. Schule des Lernens. Gut, das ist weg. Teilschrott. Okay. Dann lasst uns mal weitermachen. Muss die Erntearbeiter beschützen. Bewaffnet und bereit. Der Schmerz lässt nach. Ach komm, das lassen wir jetzt erstmal aus. Boah. Ich bin der Wind. Sepp. Augen auf. Vor uns sind mehrere Lindwurmnester. Lindwurmnester. Ich will aber eigentlich nur. Ah, das Kupfererz. Und so viele Leute. Juhu! So, das hätten wir ja gut hingekriegt. So, jetzt da hoch. Ey, ey, ey. Ich weiß. Reines Können und ein bisschen Glück. Ich weiß auch nicht, ob das in der Aufnahme war, aber ich habe ein. Was war das? Ertragreiches Kupferader gefunden oder ertragreiche Kupferader oder so. Und, die hat mir 10 Kupfer gegeben. Toll, den kann ich nicht braten. Renne! Jetzt spielen wir hier gerade mit dem Dolch. Ich weiß gar nicht, ob ich den Dolch auch als... Ja, doch, den kann man auch als erste Länge jetzt machen. Da sind irgendwie immer das quasi dasselbe. Da ist einmal so ein Angriff, dann sowas wie Feuerspein oder so, eine Spalte Eis, Blitz oder so, und dann nochmal eine gewisse. Kann ich gleich auch nochmal zeigen. Ja, mit dem Dreizack, das müssen wir erstmal noch unter Wasser ein bisschen spielen. Woher kriegen wir da nichts hin? Habe ich mit der da schon geredet? Kann sein, ne? Man weiß es nicht. Auf der Insel des trauernden Steins in der Ventribucht wollen die Lautlosen in Isolation ihren Gedanken nachgehen. Allerdings werden sie außerhalb des Schutzes des Hains unablässig vom Albtraumhof der Schierlingswege belästigt. Sie können Hilfe brauchen. Waren wir noch nicht.
Ja, Runde. Ich kann er noch mal sammeln. Ich gehe mal da runter. Das an. Guck mal ein. Erntearbeiter, die wir ja schon wieder verteidigen können. Ah, das war nichts. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Oh, geröstet. Zerstört die auferstehenden Fische. Beschützt die, zerstört die. Was soll ich tun? Ich kann die Fische zerstören. Hier irgendwo war auch dieses, diese ertragreiche Ader. Stirb! Alles töten! Das ist reines Können und ein bisschen Glück. Ich habe eine neue Fähigkeit. Oh mein Gott, was macht sie? Egal, 4. Oh shit. Was ist das denn? Wahnsinn. Ja, habe ich ein bisschen was habe ich ja bekommen. So. Au. Lass mich zufrieden. Scheiße. Oh, was macht das denn? Reitet auf einem Blitz zu eurem Gegner und lässt eine elektrische Explosion auf alle Gegner in der Nähe los. Das ist ja toll. Er haut ab. Fühlt sich gut an. Wow, ich kann laufen. Lauf! Miau. Löwengalbis. Wie kann ich helfen? Aha. Buchtfreistadt. Wie kann ich helfen? Wo sind wir hier? Dieses Buchtfreistadt Löwenstein sendet die Löwengalbisten aus, um auf den Handelsrouten für Sicherheit zu sorgen. Die Freistädte sind Außenposten, von denen aus die Arbeit. Wir tun hier unser Bestes, aber wir haben einfach zu wenig Leute. Schön! Dann kann ich ja wieder gehen. Wenn sie zu wenig Leute haben. Hier ist sowieso nichts. Ich bin ein Händler, glaube ich.